Meine sehr verehrten Freunde der Sonne, ich begrüße euch heute im legendären alten Manchester United Trikot. Ich begrüße euch zu einem heutigen neuen Stein in meinen YouTube-Videos, ja, kann man das so sagen? Ja, worum soll es heute gehen? Ich habe heute mal wieder Lust auf ein Ultimate-Team-Video und ich habe mir persönlich da so eine Reihe gesetzt, wo ich mir dann ehrlich gedacht habe, so okay, das ist eigentlich als Content für jeden FIFA-Jung, der irgendwie YouTube-Videos macht, das ist eigentlich gut. Aber wir gucken, dass wir uns immer da ein bisschen steigern können. Und natürlich nimmt man da auch manchmal Sachen, die gar nicht so oft genommen werden. So, und deshalb switche ich jetzt einfach mal rüber. Und ja, wir haben es heute. Also die meisten machen ja alle hier den Online-Draft. Ja, den machen ja im Prinzip fast alle. Was mich aber mal interessieren würde, ja, der Einzelspieler-Draft, der würde mich mal wirklich interessieren. Vor allem deshalb, weil die 15.000 Coins ist übrigens für mich kein Problem, ja, also mit Bronze-Trading ist das wieder gemacht, ja. Aber es gilt auf jeden Fall die Frage zu klären, was ist hier Was kann man hier überhaupt machen? So, was kann man hier überhaupt ziehen? Und vor allem, wir versuchen uns auf jeden Fall mit jedem Draft irgendwie zu steigern. Ja, also das wird auf jeden Fall der erste Foot Draft, der jetzt mal hier hochgeladen wird. Und wir gucken, dass wir uns dann immer irgendwie einen neuen Rekord irgendwie setzen können. So, Freunde, ich bin gespannt. Ich liebe Foot Drafts, muss ich dazu sagen. Mache ich bei Footbin und bei der, wie heißt die App? FIFA Pack Opener. Mache ich das persönlich sehr, sehr gerne. Und mal gucken. Zeitlich mal gucken, wie es wird. Und dann gucken wir mal, ob wir die Packs auch mitnehmen. So, das bedeutet, Freunde, wir starten den Draft hier. Ja, und wie gesagt, macht euch keine Sorgen, die 15.000 Coins, ich habe oft genug Bronze-Trading gemacht, ihr glaubt gar nicht, wie schnell ihr die wieder drin habt. Abgesehen davon, es tut mir nicht weh aktuell. So, deshalb, wir machen das. So, und was hier auch wichtig ist, ich werde nicht auf Halbprofi oder so spielen, ich werde auf Legende spielen. Ja, auch ganz, ganz wichtig. Dementsprechend, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was das gibt. Ne? Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. So, Legende. Deine Schwierigkeitsgradauswahl kann bei jedem Spiel leicht variieren. Bis zur nächsten Teilnahme ist keine Änderung möglich. Ja, das ist mir auch bewusst. Aber ultimativ, nee. Nee. Wir machen mal Legende. Und gucken einfach mal, was wir hier kriegen. So, das sind die Aufstellungen hier. Und ich spiele ja gerne mit 3-5-2, ne? Ich muss gestehen, ich spiele ja mega gerne mit 3-5-2. Boah, das ist jetzt mies. Weil die ist eigentlich auch mega geil. Aber da ist kein L- und R-Flügel dabei. Das heißt, komm. 3-5-2. Machen wir. Machen wir. So. Wir starten mit den, Capitanos. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drum herum reden. So, das gibt Lionel Messi. Dann gehen wir mal in den Sturm. Oha. Oh, wow. Das Gute an der Geschichte ist ja, es ist das erste Video. Dementsprechend, es muss nicht gleich perfekt sein. Ui. Ein 94er Hazard. Oh, aber Richarlison. Aber ich brauche Hazard für Messi. So, dann passt das hier. Da gehen wir mal ins linke Mittelfeld. Mal gucken, was wir da kriegen. Ein Overmars und ein Hagi. Ein Hagi, okay. Da nehmen wir ganz, ganz klar Overmars. Will ich jetzt mal behaupten. Der hat 96 Tempo, der Bruder. Der muss da unbedingt mit. Und 91 Dribbling. Also Overmars muss da definitiv mit. Hören wir jetzt ZDM. Da wäre Kanté auf Van de Beek. Ich weiß zwar nicht, ob ich den eingebunden kriege, aber ich muss ihn eigentlich mitnehmen, wegen dem Rating, ne? ZOM. Jetzt hier eine Icon, das wäre geil. Ja!
Da ist er doch, Riquelme. Abfahrt, perfekt. Genau den habe ich gebraucht. So. Oh, Gattuso. Oh. Oh, das ist natürlich, ui. Das sieht ja schon mal gar nicht mal so verkehrt aus, Leute, ne? Oh, Ginter, der ist aber zu langsam. Aber den muss ich im Prinzip mitnehmen, ne? Da bleibt mir nichts anderes übrig. Zweiter IV. Ach du Scheiße. Das höchste Tempo hier hat 64, ne? Ja, da muss ich ja eigentlich Piqué mitnehmen, ne? Wegen Messi muss ich ja eigentlich Piqué mitnehmen. Bring doch nochmal einen Ballermann jetzt hier. Oh, aber nicht so. Aber Varan finde ich nicht verkehrt. Passt zwar überhaupt nicht zu Ginter, aber ich meine, was soll ich mit Ginter da jetzt machen? Ja, im Prinzip muss ich da... Soll ich da mit Risiko gehen? Komm, wir gehen mal mit Risiko. Ich will Tomori. Ich will Risiko. Ein bisschen Risiko muss da schon dabei sein. Oh, ein 91er Testhegen. Ja, dann... Der passt da perfekt rein. Das stellen wir so hin. Dann haben wir schon mal 91 Bewertung, 91 Chemie. Das passt schon mal. So, das sieht ja schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen... wir fangen mal hier hinten an. Mal gucken, was sich hier noch tut. Gabriel Martinelli. Das bringt mir aber nichts. Ich habe Overmaster. So, da ist noch Isco. Das bringt mir aber auch nichts. Copminers bringt mir auch nichts. Ja, da muss ich ja im Prinzip... Dann nehmen wir Gabriel Martinelli. Alle anderen bringen mir ja nichts. Oh! Oh! Ja, hoppla. Ja, da muss Garincha mit. Aber hundertprozentig. Tut mir zwar leid für Messi jetzt, aber... Da muss definitiv Garincha mit. So. Ah, Silber. So, komm hier, dann nehmen wir... Warte mal, wo kicken die denn? Nehmen wir der Boguski. Den nehmen wir. Der hat den schönsten Namen, den nehmen wir. So. Sané Robertson. Bringt mir beides nichts. Kilinčić bringt mir auch nichts. Die bringen mir alle nichts. Da muss schon... Lukas Moura bringt mir nichts. Die bringen mir alle nichts. Das ist alles Flügel. Das kann voll vergessen, Berardi fürs Rating. Oh, Carvajal. Oh, den muss ich eigentlich mitnehmen, ne? Genau, den nehmen wir mit. Weil Sterling, Coman, Insigne und Bergwijn, die bringen mir nichts. So, dann... Genau, dann machen wir das erstmal so. Gut, dann passt das. Der Ginter passt halt noch überhaupt nicht da hinten, aber okay, gut, das ja gut, vielleicht kriegen wir den ja noch raus irgendwie. Wer weiß. So, Slimani, warum? Ganz einfach, alle anderen bringen uns nichts. Wobei... Nee, die bringen mir alle nichts. Slimani oder Dembele. Von den Stats her. Ne, komm, Slimani. Dann geht der erstmal für Paulsen da rein. So, kriegen wir irgendwie die 100 Chemie hier noch zusammen. So, Sancho, Gabriel Jesus. Die bringen mir alle nix. Visca 93 muss mit. Ich krieg keine 100er Chemie zusammen, wenn ihr so weitermacht. Thiago bringt mir auch nix. Doch, Thiago bringt mir was.
Doch, Thiago bringt mir was. So, 95. Kann ich das irgendwie hier... Ah, ich kann hier nichts umbauen, ey. Also ich krieg die 100er Chemie kriege ich irgendwie noch nicht zusammen. So, Hakimi bringt mir überhaupt nichts. Robertson, Kolarov, Koulibaly bringt mir alles nichts. Bringt mir alles nichts. Ne, das hilft mir alles nichts. Ne. Ein Icon jetzt in der Innenverteidigung, dann bin ich glaube ich durch. Aber das wird nicht passieren. Ja, Odriozola. Und noch ein Keeper. Jetzt noch ein Yashin, 95. Hm. Oh je, knapp daneben. Okay, gut. Also gut, das ist mal der allererste Draft jetzt von uns. Und ich muss ja auch dazu sagen, ne, bei mir ist es ja so, das Ganze ist nicht irgendwie 50.000 Mal probiert, ne? Also das ist hier eine Non-Stop-Aufnahme, ne? Ich probiere das einmal und dann muss das laufen. So, dann nehmen wir noch Gabriel Martinelli, nehmen wir noch mit. Aber ärgerlich, dass ich hier nicht auf 100 Chemie komme, das ärgert mich. Das ärgert mich irgendwie. Aber wenn ich Tomori da irgendwie reinmache, bringt mir das auch nichts. Ich habe sonst keinen Innenverteidiger mehr. Ich habe nur einen Innenverteidiger auf der Reservebank. Also krass. Krass, krass, krass. Hm. Messi doch da reinstellt. Ja gut, das bringt mir genauso wenig. Gut, dann holen wir noch einen Manager ab. Nochmal. Serie A. 92, 95. Oh, der bringt 2, sehr gut. Ja, da muss ja im Prinzip... Komm, dann nehmen wir den Blechmüller mit. Blechmüller. So, also, dann... Ist das mal das erste Draft? So, dann passt das schon mal. Perfekt. So. Alle gut, dann passt das schon mal. Ihr habt gerade das Gesamtergebnis gesehen. So, ich werde das Ding jetzt mal zocken. Und dann sehen wir uns bei den Packs wieder. Also, dann bis gleich, Leute. So. Liebe Freunde, ich melde mich schon wieder zurück und was zur Hölle ist hier passiert? Damit sich einer kurz überlegen kann, was eigentlich Sinn der Sache ist. Ihr habt doch gerade eben noch im Video gesehen, dass ich Legende ausgewählt habe, ne? Als Schwierigkeitsstufe. Ich habe im ersten und im zweiten Spiel überhaupt keine Probleme gehabt. Wirklich, absolut nicht. Die Gegner waren ein Witz. Die waren absolut ein Witz. Die Computer-KI war der komplette Rotz, der allergrößte Rotz. Ja. Und dann kriegst du als drittes Spiel eine Mannschaft aus Argentinien. Da war nichts machbar. Digga, da war nichts machbar. Wirklich 3 zu 19 Torschüsse habe ich kassiert. Da war nichts machbar. Und ich meine... Manche von euch gucken ja ab und zu mal meine Twitch-Livestreams und so. Ich bin ja jetzt nicht der Allerbeschissenste. So, ne? Aber das hier, das war nicht gewinnbar. Der Gegner ist am Ball. Er prediktet jeden Pass von dir. Du kannst in den Zweikampf gehen, wie du willst. Du kriegst den Ball nicht abgenommen. Du kannst machen, was du willst. Du hast keine Chance. Und wenn dann eine Mannschaft kommt, die dann deine... Overmars auf dem linken Mittelfeld dann einfach überrennen. Sorry, was willst du da machen? Was willst du da machen, wenn dir das Spiel da so reinscheißt? Naja, wie auch immer. Gut. Also, das war ja eine ganz, ganz tolle Challenge hier, aber wir sind ja noch nicht fertig, weil jetzt kommt ja der Bonus. Also, wir dürfen nicht vergessen, der Foot Draft hat 15.000 gekostet. Wir haben durch die 3 Games haben wir wieder 1.700 drauf. Also das heißt 13.000 ungefähr. Kommt jetzt noch dazu. Wir holen uns den Bonus ab für die 2 Siege. Das ist ja eigentlich ein Witz, ne? Also, das ist ja eigentlich echt ein Witz. Naja, für 2 Siege, 3 Packs.
ich sag mal so, also wenn man das jetzt so zusammenrechnet, das hier wären 10.000 und das wären 17.500. Also man müsste 17.000 dafür ausgeben, ne? Aber ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass das wahrscheinlich jetzt der allergrößte Rotz sein wird. Also daher, da lasse ich mich dann auch nicht lumpen davon. Das wird wahrscheinlich überhaupt nichts sein, außer es ist ein Shadow oder so drin. Ein Hawk ist drin. Aber das bringt natürlich überhaupt nichts. Also da brauchen wir auch nicht lange drum rum machen. Luis Hernandez kommt auch noch drauf. Der Hawk, der kommt auch noch drauf. Ja, also, ja, das war ja, also sagen wir es mal so, ne? Also wir lassen jetzt einfach mal das Ergebnis, lassen wir jetzt einfach mal weg. Die drei Packs ziehen wir noch runter. Und, ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir probieren das nächste Mal, das irgendwie besser zu machen, ne? Ich bin ja mal gespannt, was man hier noch so, was man hier noch tatsächlich bekommen kann irgendwie. So. Und natürlich kann man natürlich auch ein bisschen Goldspieler sammeln dadurch. Das kommt ja auch noch dazu. Aber es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass es jetzt total Minusgeschäft für mich war, ne? Also, da braucht man, glaube ich, nicht lange drum rumreden. Das war nix. Das war nix. Da sind noch 1000 Münzen drin. Ist sozusagen der Trostpreis jetzt, oder wie? Naja. Nichtsdestotrotz, also wir halten fest, wir haben 3600 auf der Murmel. So, wir haben noch ein paar Sachen in der Saison geschafft gerade, wie ich jetzt gerade gesehen habe, aber ob das jetzt wirklich der Bringer ist, weiß ich nicht. Und zwei Spielerpack gibt es hier noch. Ja, aber ihr seht auf jeden Fall, also wir haben definitiv Verlust gemacht. Was jetzt eigentlich nicht so Sinn der Sache war. Aber okay. Naja, was soll's. Was soll's, es war der erste Versuch. Ich meine, wir können ja mal hier auf die Historie gehen. Was ich nämlich vorhin noch nicht gezeigt habe, ist, ich habe das irgendwann mal vor ein paar Monaten. Habe ich das mal gemacht. Und ich hatte hier mal eine 190er. Ein 190er-Team, was dann tatsächlich auch die 4 Siege durchgezogen hat. Ne? Also da war jetzt auch kein Team dabei, was mich jetzt irgendwie 6-0 abgeschossen hat. Und die Packs waren eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Aber trotz allem bleiben wir dabei. Das war nix. Gut. Und mit dem Pack hier verabschieden wir uns. Freunde, wenn euch das Video hier gefallen hat, ja, dann auf jeden Fall ein Däumchen da lassen. Abo-Button klicken, Kommentar da lassen und wir hoffen einfach mal, dass das beim nächsten Mal besser läuft. Also, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Fantastic. Tschüssi.